Am 22. September ist Bundestagswahl. Ein Stift, ein Zettel, zwei Kreuze. Das ist alles. Man könnte sagen, ein kleiner Schritt für Sie, aber ein großer Schritt für die Demokratie. Denn Ihre Stimme kann dieses Land verändern. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Vor 150 Jahren, als meine Partei gegründet wurde, da hatten Menschen wie Sie und ich nichts zu sagen. Über 50 weitere Jahre hat es gedauert, bis Frauen endlich mitbestimmen durften. Und weniger als 25 Jahre ist es her, da gingen mutige Menschen im Osten unseres Landes auf die Straße, um endlich echte, freie Wahlen zu haben. Heute dürfen Sie und ich und alle Deutschen wählen. Egal welches Geschlecht, welche Steuerklasse, welche Religion. Wir alle können bestimmen, wie es weitergeht in unserem Land. Deshalb bitte ich Sie, nutzen Sie Ihr Recht. Bestimmen Sie mit. Denn wenn Sie es nicht tun, dann tun es andere. Und am Ende vielleicht mit Ergebnissen, mit denen Sie nicht leben wollen. Und wenn Sie jetzt sagen, was ist denn schon der Unterschied? Die Parteien sind doch heutzutage alle eine Soße. Dann sage ich Ihnen, nein, nur mit der SPD gibt es einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn. Nur mit der SPD gibt es gleichen Lohn für gleiche Arbeit, für Männer und für Frauen, für Leiharbeiter und Stammbelegschaften. Nur mit der SPD gibt es mehr Kita-Plätze statt Betreuungsgeld. Nur mit der SPD gibt es die doppelte Staatsbürgerschaft. Nur mit der SPD gibt es eine Mietpreisbremse und eine Senkung der Stromsteuer. Das ist die Politik, für die ich antrete. Eine Politik, die zusammendenkt, was sozial gerecht und was gleichzeitig wirtschaftlich vernünftig ist. Denn mit Ihnen gemeinsam will ich ein Deutschland schaffen, das stark ist und stark bleibt, weil es gerechter zugeht. Das ist die Vorstellung von unserem Land, für die ich Bundeskanzler werden will. Und deshalb bin ich jetzt hoffentlich nicht allzu plump, wenn ich Ihnen nicht nur sage, gehen Sie wählen, sondern auch, wen Sie wählen könnten. Ich bitte Sie nämlich am 22. September um beide Stimmen für die SPD.